Das humanistische Gedankengut des modernen Menschen hat sich in vielen Formen ausgeprägt. Bis die Menschen schließlich zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich würde sagen zu Beginn der 60er Jahre, von überall her dieselbe Botschaft vernahmen. Wenn sie ein Philosophiebuch lasen, oder sie gingen ins Kunstmuseum, oder sie hörten Musik, oder sie lasen einen modernen Roman, oder sie gingen ins philosophische Kino, es war immer dasselbe. Das ist, dass von der humanistischen Basis aus Vernunft zur Verzweiflung führt, zu keiner Antwort. Und den Menschen wurde gesagt, sie sollten Antworten suchen im Bereich des Nicht-Rationalen. Und das hat die Menschen an einen Punkt gebracht, wo es keine Werte mehr gab, überhaupt keine. Sie waren völlig verschwunden. Und die große Mehrheit der Menschen war so weit gekommen, dass es für sie nur noch zwei ganz entsetzliche Werte gab. Absolut entsetzliche Werte. Persönlichen Frieden und Wohlstand. Nun, weil ich diese beiden Begriffe immer und immer wieder anwenden werde in dieser Episode, will ich sie sorgfältig definieren. Das ist mir sehr wichtig, mir liegt sehr viel daran. Verwende ich den Begriff persönlicher Friede, meine ich, lasst mich gefälligst in Ruhe. Es ist mir völlig gleichgültig, was mit dem Mann auf der Straße passiert oder irgendwo in der Welt. Ich möchte, dass mein Lebensstil nicht beeinträchtigt wird. Gleichgültig, was das bedeutet, selbst für meine eigenen Kinder und Enkel bedeutet. Das meine ich nun mal mit persönlichem Frieden. Wohlstand bedeutet Dinge, Dinge, Dinge. Immer mehr Dinge. Und Erfolg wird am Überfluss materieller Güter geben. In den frühen 60er Jahren war eine ganze Generation bereits geimpft mit der Lehre, Vernunft führe nur zum Pessimismus. In den Fragen der Bedeutung des Lebens und auch der ethischen Werte. Studenten haben das über eine lange Zeit hin von ihren Professoren gehört. Tatsächlich ist einer ganzen Generation hierin nichts anderes beigebracht worden. Aber etwas war doch inkonsequent dabei, weil die meisten Professoren, die lehrten, dass das Leben keinen Sinn hat und dass es keine festen Werte gibt, nicht danach lebten. Sie lebten in der Erinnerung an die Vergangenheit. Aber das sollte uns wirklich nicht überraschen. Dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine ganze Generation nicht so handelt, nicht genau so, wie man es ihr beigebracht hat. Diese Studenten sahen sich um und sie sahen diese kümmerlichen Werte des persönlichen Lebens und des Wohlstands praktisch bei allen Leuten. Und sie revoltierten. Die Revolte brach 1964 aus. In Berkeley. Wenn wir zurückblicken auf das, was jetzt Vergangenheit ist, begreifen wir nicht, wo wir heute stehen, wenn wir uns nicht einen Moment Zeit lassen für das, was 1964 vor sich ging. Sie wollten wirklich loskommen von den zwei Werten des persönlichen Friedens und Wohlstands. Und sie versuchten es auf zwei verschiedenen Wegen. Zuallererst kam die Drogenszene, die Hippie-Szene. Und wir haben schon gesehen in einer früheren Episode, wie Aldous Huxley sagte, da Vernunft, eine rein humanistische Vernunft, keinen Sinn bereithält fürs Leben, und wir finden ja auch keine objektive Wahrheit, gebt Drogen aus an alle Menschen, auf dass sie womöglich Wahrheit finden in ihren eigenen Hirnen. Die Hippie-Welt befolgte das, ja, sie befolgte das sogar sehr buchstäblich. Es war eine Ideologie für sie. Wir wollen uns da nichts vormachen. Damals war es eine richtige Ideologie. Sie glaubten wirklich daran. Sie glaubten wirklich daran, wenn man Drogen verteilt, also Drogen in das Trinkwasser, LSD in das Trinkwasser, in den Reservoiren aller Städte der Welt, und dadurch genügend Leute high würden, dass dann die Probleme unserer Zivilisation gelöst seien. Das glaubten sie von ganzem Herzen. High werden mit Hilfe der Freunde, das ist eine sehr machtvolle Botschaft. Etwa zur selben Zeit entwickelte sich in Berkeley eine zweite Bewegung in dem Versuch, wegzukommen von diesen zwei furchtbaren Werten des persönlichen Friedens und Wohlstands. Das war die freie Redebewegung. Zuerst war die freie Redebewegung auf der Sproul Plaza weder links noch rechts. Man hatte nur das Verlangen und forderte auch das Recht, auf der Sproul Plaza politische Veranstaltungen abzuhalten.
And by God, people, we have to push Reagan right back to the wall. And if we have to, we got to push him right through the wall. And we got to tell him, no, baby, this is high. Aber bald wurde die Bewegung beherrscht von der neuen Linken im Gefolge Marcuses. Herbert Marcuse ist ein deutscher Philosoph, Neomarxist, der damals in San Diego lehrte. Sie breitete sich über die ganze westliche Welt aus. Denken wir zum Beispiel an die Mai-Unruhen in Paris im Jahre 1968. Auch da suchte man Befreiung von diesen beiden Werten. Sie hatten die richtige Analyse. Ich darf das schon sagen als jemand, der älter ist. Sie hatten die richtige Analyse. Genau da stand unsere Gesellschaft mit ihren kümmerlichen Werten des persönlichen Friedens und Wohlstands. Aber die Tragödie war, sie hatten die falsche Lösung. Die Drogenkultur erreichte ihren Höhepunkt auf dem Festival in Woodstock im Jahre 1969. Aber in Altamont, auch 1969, gab es ein weiteres dieser Festivals. Und die Hells Angels wurden als Ordnertruppe angeheuert und töteten wenigstens einen Menschen. Und der Rolling Stone, ein Popmagazin, brachte ein Zitat von jemandem, der danach sagte, jetzt sind wir aus dem Stand der Unschuld heraus. Die Drogenkultur war erledigt. Sie war vollständig erledigt nach dem europäischen Popfestival auf der Isle of Wight 1970, das im völligen Chaos endete. Danach war die Drogenszene verändert. Bedauerlich nur, dass jetzt nicht weniger Menschen Drogen einnahmen. Sie begründeten es nur nicht mehr ideologisch. Es ist traurig, dass nun wahrscheinlich mehr Menschen zu Drogen griffen. Und dass es immer jüngere Menschen waren. Aber der Drogenkonsum als eine Ideologie war absolut erledigt. Die neue Linke ging denselben Weg, sie verlor an Einfluss, aber es kam natürlich zu Gewaltakten. Gewaltakte in den Staaten, Gewaltakte in Europa. Doch die jungen idealistischen Menschen wollten eigentlich gar keine Gewalt, zu der es fast zwangsläufig und unabwendbar führte. 1970 legten radikale Studenten eine Bombe im Laboratorium der Universität von Wisconsin und töteten dabei einen Studenten. In den USA wurden auch weiterhin Bomben gelegt und ein kleiner, harter Kern von Radikalen existiert noch immer. Aber die Gewalt der neuen Linken und vor allem dieser Anschlag auf das Laboratorium bewirkten, dass die meisten jungen Leute in den Staaten die Linke nicht länger als ihre Hoffnung ansahen. So standen die Studenten da und sie hatten doch versucht loszukommen von den schrecklichen Werten des persönlichen Friedens und Wohlstands. Und jetzt waren ihre Hoffnungen, die neue Linke und die Drogenszene, erledigt. Was war denn noch übrig? Sie blieben zurück in Apathie. Apathie. Eine große Anzahl von Menschen war sehr froh, als die Universitäten sich wieder beruhigten. Einerseits war es auch gut, es herrscht wieder Ruhe. Aber ich hätte weinen können und ich habe auch geweint, als ich damals diese jungen Menschen traf. Ihnen war gar nichts geblieben als Apathie. Und sie hatten doch loskommen wollen von den armseligen Werten ihrer Eltern. Und sie waren im Kreis gegangen und zurückgekommen und waren noch weiter unten. Und nun herrschte Apathie bei den jungen Menschen. Und was war noch übrig? Die zwei Werte des persönlichen Friedens und Wohlstands führten jetzt das Zepter. Und nun geschah es, dass, abgesehen von den Vereinigten Staaten, eine starke dominierende Minderheit in Europa und eine Mehrheit von Studenten, zum Beispiel in Südamerika und in anderen Teilen der Welt, einen neuen Sprung in den Bereich des Nicht-Rationalen taten. Und das bedeutet, sie folgten nunmehr der marxistischen, leninistischen oder maoistischen Linie. Inwiefern ist das eine neue Art von Sprung in den Bereich des Nicht-Rationalen? Nicht weniger verhängnisvoll als der frühere Sprung in die Drogenszene gewesen ist. Das liegt auf der Hand. Einfach deswegen. Überall, wo der Marxismus-Leninismus an die Macht gekommen ist, hat er zu ständiger Unterdrückung geführt. Und diese jungen Leute verschließen ihre Augen davor. Sie verschließen sie vor der Tatsache, dass Unterdrückung ein Bestandteil des kommunistischen Systems ist. Niemand hat uns das deutlicher gezeigt als Alexander Solzhenitsyn mit seinen Büchern und den Vorträgen, die er im Westen gehalten hat. Und er hat gesagt, dass es in der Sowjetunion zeitweilig bis zu 15 Millionen Lagerinsassen gab. 15 Millionen Inhaftierte und zwar gleichzeitig. Er sagt auch, dass von der kommunistischen Revolution an in der Sowjetunion allein bis 1959 66 Millionen aus politischen Gründen Inhaftierte starben. Und überall, wo man hinschaut in der kommunistischen Welt, sieht man immer wieder Unterdrückung im Innern. Aber wir müssen uns erinnern, dass es auch immer wieder zu Unterdrückung von außen kam. Wir könnten an viele Fälle denken. Aber als erste fallen uns wohl Ungarn und die Tschechoslowakei ein. Am 4. November 1956, als die russischen Panzer in Ungarn einrollten, lebte ich in der Schweiz.
Und eben zu der Zeit hatte ich ein Radio mit Kurzwellenband. Den ganzen Tag lang hörte ich die ungarischen Studenten. Sie sprachen Englisch, manchmal gebrochenes Englisch, manchmal gutes Englisch. Und sie hofften, die Welt würde zuhören. Ich wurde geprägt von jenem Tag. Ich werde ihn nie vergessen. Niemals. Diese Stimmen, die um Hilfe baten. Durch die Zeitungen ging kurz darauf ein Foto von einem hübschen Mädchen mit einem wunderbar offenen Gesicht. Sie hieß Ilona Troth. Das Foto zeigt Ilona Troth vor Gericht. Wegen ihrer Beteiligung am Widerstand gegen die Unterdrückung von außen, wie sie der Marxismus-Leninismus stets mit sich bringt. Sie wurde gehängt. Im Juli 1957. Marxismus-Leninismus ist ein Sprung. Er ist ein Sprung noch aus einem anderen Grund, einem noch bedeutenderen, als ich schon gesagt habe. Es ist sein wirkliches Fundament, seine Philosophie, sein Materialismus. Nun, die ganze Zeit hindurch haben wir gezeigt, dass Humanismus, also die Autonomie des Menschen, keine echten Werte hervorbringen kann, also keine Grundlage ist für Wert und Würde des Menschen. Und hier ist nun ein System, das bewusst und vollständig und total aufgebaut ist auf dem Materialismus. Es gibt keinen Raum für die menschliche Würde im materialistischen System. Der sogenannte Kommunismus mit dem menschlichen Gesicht, für den manche von den Denkern in den kommunistisch kontrollierten Ländern plädiert haben, und ebenso außerhalb der kommunistisch kontrollierten Länder etliche sich aussprechen, er ist nicht zu verwirklichen. Er ist einfach nicht zu verwirklichen auf der Basis des Materialismus. Und doch, eigenartigerweise, lassen sich in nicht-kommunistischen Ländern nicht nur junge Menschen faszinieren vom Marxismus-Leninismus. Nach Prüfung der verschiedenen Trends und Parteien und so weiter war es meine Überzeugung, dass die kommunistische Partei am meisten an diesen Idealen festhält. Der Grund ist, dass da so viel gesprochen wird von Würde. Würde des Menschen, bessere Behandlung. Als Lösung dieser Probleme und als Anregung fürs Leben. Ein sinnvolles, planvolles Leben für junge Menschen. Wo soll das herkommen auf einer materialistischen Basis? Es geht nicht. Und das ist nicht schwer zu erklären. Es gibt nur eine Erklärung für den idealistischen, utopischen Marxismus. Er ist eine christliche Irrlehre. Und in Aktionen dagegen. Und wir verurteilen, was Unrecht ist in der Welt. Und Gott weiß, es gibt genug Unrecht in der Welt. Der idealistische, utopische Kommunismus übernimmt das einfach. Genau diese Worte, die doch niemals von ihm selbst stammen, von seiner materialistischen Philosophie. Er übernimmt sie zwar, arbeitet mit ihnen, aber entleert vom eigentlichen Sinn und ihrer früheren Bedeutung. Und auf die Weise fängt er jeden, der sich einfangen lässt vom idealistischen Marxismus-Leninismus. Aber wenn der Marxismus-Leninismus an die Macht kommt, sieht es anders aus. Das heißt dann stets Unterdrückung und der Wille der Mehrheit bedeutet plötzlich nichts mehr. Nicht nur die Würde des Individuums hört plötzlich auf zu existieren, sondern auch der Wille der Mehrheit hat keine Bedeutung. Nun muss man allerdings wissen, dass es zwei Strömungen des Marxismus-Leninismus gibt. Die beiden muss man trennen und insbesondere wir sollten diese Strömungen unterscheiden. Die eine ist die idealistische, utopische Strömung. Das sind gewöhnlich junge Menschen, wohl auch mal ältere, nach ihrem Sprung in den Bereich des Nichtrationalen. Und so akzeptieren sie den Marxismus-Leninismus. Das ist die eine Strömung. Die zweite Strömung ist der harte Kern orthodoxer, kommunistischer Parteimitglieder in den verschiedenen Ländern außerhalb des kommunistischen Blocks. Nun sehen wir auch die Gefahr. Nämlich, dass die Menschen, die nur noch die beiden vermeintlichen Werte des persönlichen Friedens und Wohlstands kennen, plötzlich hören, dass der Kommunismus diese beiden Werte verurteilt. Und niemand weiß, was die große Mehrheit dieser Menschen tun wird. Niemand weiß es. Und ich finde, wir sollten uns klar sein darüber. Die Gefahr liegt darin, dass diese zwei Strömungen, der idealistische Marxismus-Leninismus und der harte Kern der marxistisch-leninistischen orthodoxen Partei sich zusammenfinden könnten in einem Land, zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte. Und es entsteht eine Situation, die wirklich für immer unwiderruflich wäre. Und das ist eine sehr reale Gefahr. Подобного рода опасность стоит и перед Соединенными Штатами в целом. Vor dieser Gefahr stehen auch die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben auch noch ganz andere Probleme, sogar ziemlich bedeutende, und zwar nirgendwo so große wie ausgerechnet dadurch, dass in ihrer Gesetzgebung die reinste Willkür herrscht. Ich möchte noch etwas über willkürliches Recht hinzufügen, und zwar ausführlich. Der Mensch beanspruchte Unabhängigkeit von Gott und von Gottes Offenbarung. Und was dann zwangsläufig folgte, das ist Abhängigkeit. Und zwar nicht nur in persönlicher und allgemeiner Moral, sondern auch im Recht.
Recht als solchen. Die Natur, nach der der Mensch seine Gesetze richten wollte, reicht, wie wir uns aus einer der früheren Episoden entsinnen, auf keinen Fall aus. Aus dem einfachen Grund, weil die Natur sowohl grausam ist als nicht grausam. Und auf dieser Basis ein stabiles Gesetzeswerk zu errichten, ist ganz unmöglich. Und was uns noch bleibt bei dem humanistischen Kurs heutzutage in den Vereinigten Staaten, ist ein völlig austauschbares soziales Recht. Und mit sozial meine ich ein Recht, das nur mehr auf dem beruht, was bestimmte Gruppen der Gesellschaft für das Ganze der Gesellschaft für gut halten. Der Mann, der darin bahnbrechend war, vielleicht mehr als jeder andere, war Oliver Wendell Holmes. Und er hat das so gesagt. Ich zitiere aus einem Brief von ihm. Es stellt sich letztlich nur die Frage, was die herrschenden Kreise der Gesellschaft wollen. Und ob sie das mit solchem Nachdruck wollen, dass sich alles als Hindernis erweist, was sich ihnen in den Weg stellt. Das sagte Oliver Wendell Holmes vor fast 100 Jahren. Und wirklich, worauf es hinausläuft, das ist das völlig austauschbare Recht. Viele moderne Gesetze sind nicht identisch mit den Gesetzen, die ihnen vorausgingen. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, wie willkürlich die Änderungen sind und wie breit der Abstand zu dem früheren Recht oder der früher geltenden Ansicht ist. Nun müssen wir wissen, dass das Recht heute nicht nur austauschbar ist, sondern die Gerichte von sich aus machen Gesetze. Sie sind nicht nur die Interpreten der Gesetze, die die Legislative gemacht hat, sondern sie schaffen von sich aus Recht. Nun, jedermann weiß, wenn er sich ein wenig auskennt in diesen Dingen, dass willkürliches Recht in den kommunistischen Ländern selbstverständlich das ganze Leben bestimmt. Aber was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass auf dem humanistischen Kurs willkürliches Recht auch in der westlichen Welt unübersehbar um sich gegriffen hat, überall. Ich werde das näher erklären. Denken Sie an den menschlichen Fötus, das ungeborene Baby. Im Januar 1973 hat in den USA der oberste Gerichtshof das Abtreibungsgesetz verabschiedet. Professor Wildenspoon von der juristischen Fakultät der Universität Texas schreibt dazu, das Gericht befand, dass das ungeborene Kind keine Person ist im Sinne des 14. Zusatzartikels der Bundesverfassung, sodass alle ungeborenen Kinder des ganzen verfassungsmäßigen Schutzes für ihr Leben, ihre Freiheit und ihren Besitz beraubt werden. Dieses Urteil des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten ist ein prinzipielles, aber völlig willkürliches Urteil. Zunächst ist es auch willkürlich im medizinischen Sinne. Dieses Buch wurde veröffentlicht in Zusammenarbeit mit vielen bekannten Wissenschaftlern auf diesem Gebiet, darunter mehreren aus den Vereinigten Staaten. Es dient der Information der britischen Bevölkerung. Es spricht für die Abtreibung, jedoch sagt es, dass die Frage, wann denn nun das menschliche Leben beginnt, eine offene Frage ist. Die Abtreibung kann durchgeführt werden, bevor der Fötus lebensfähig wird, obwohl der Zeitpunkt, wann das sein soll, umstritten ist. Es heißt weiter, dass die Biologen vielleicht sagen würden, das menschliche Leben beginne im Moment der Befruchtung, wenn Samen und Eizelle miteinander verschmelzen. Wie willkürlich die Entscheidung im medizinischen Sinne ist, die das oberste Gericht fällte, wird unterstrichen durch die Tatsache, dass die Vernichtung des Fötus durch Abtreibung akzeptiert wird. Und doch wird die Frage gestellt, wie weit es denn ethisch verantwortbar wäre, eine Eizelle außerhalb des Mutterleibes zu befruchten, also im Laboratorium, weil der Fötus dann nur wenige Tage lebensfähig ist. Das bringt uns zu dem Problem, dass, wenn ein so befruchtetes Ei erfolgreich in die Gebärmutter verpflanzt werden kann, es dann doch wohl das Potenzial, das volle genetische Potenzial besitzt, um zu einem Menschen zu werden. Was ist denn nun mit dem 5,5 Monate alten abgetriebenen Fötus? Denn der verfügt ja auch über das volle genetische Potenzial, um zu einem Menschen zu werden. Richter White vom obersten Gerichtshof, der seine Zustimmung zu dem Abtreibungsgesetz verweigerte, sagte dazu: Es ist in Anwendung roher richterlicher Gewalt eine unbedachte und übertriebene Auslegung der Möglichkeiten richterlicher Revision. Aufgrund dieser willkürlichen Entscheidung medizinisch wie rechtlich wurden die Abtreibungsgesetze in beinahe allen Staaten der USA außer Kraft gesetzt. Die meisten Menschen akzeptierten das Gesetz, obschon es so willkürlich ist, medizinisch wie rechtlich.
denn man hielt es sozial für vorteilhaft. Warum würden wir kein Gesetz akzeptieren, das die Freiheit des Menschen beschneidet, wenn man das als sozial gerechtfertigt ansähe? Uns bleibt nichts als ein nur gesellschaftlich bezogenes Recht. Und das ist alles. Und niemand weiß, wo das noch enden wird. Durch die Entscheidung des obersten Gerichts gilt das ungeborene Kind nicht mehr als Person. In unserer Zeit gab es einen einzigen Aufschrei und der war gerechtfertigt, weil in der Vergangenheit der schwarze Sklave ja als Unperson betrachtet worden war. Aber jetzt, aufgrund eines willkürlichen Prinzips, Ergebnis einer humanistischen Übersteigerung, sollen Millionen ungeborener Kinder von jeder Hautfarbe durch ein Gesetz plötzlich zu Unpersonen erklärt werden. Nun erhebt sich folgende Frage. Warum sollten in einer Zeit ohne feste gültige Werte nicht auch die Alten, die unheilbar Kranken, die Geisteskranken und andere Personengruppen durch eine ebenso willkürliche Entscheidung plötzlich zu Unpersonen werden? Auf der Basis willkürlichen Rechts, wenn die Gerichte finden, dass das der Gesellschaft Vorteile bringt. Das Undenkbare wird in einer Zeit wie der unseren möglicherweise, und darüber sollten wir uns im Klaren sein, in sehr wenigen Jahren nicht mehr undenkbar sein. Nun gehen wir mal ein bisschen weiter. Wenn die christliche Übereinkunft scheitert, scheitert als die Basis unserer Kultur, hat die Gesellschaft wirklich kaum mehr irgendwelche Grundlagen, auf denen sie die Möglichkeit hat, aufzubauen. Eine wäre, dass jedermann einfach tun und lassen kann, was er will. Und das fiele dann unter die Bezeichnung Hedonismus. Und das bedeutet, jedermann würde tun, was er will. Aber es ist eine simple Tatsache, dass es nicht möglich ist, eine Gemeinschaft zu errichten, wenn jedermann tun und lassen kann, was er will. Man kann sich einen einzelnen Menschen vorstellen auf einer verlassenen Insel. Der allerdings kann tun, was er will, natürlich in den Grenzen der Naturgesetze. Aber wenn es zwei Männer sind auf einer verlassenen Insel, dann müssen die beiden eben miteinander auskommen. Es ist dann einfach nicht mehr möglich, dass jeder lebt, wie er will. Das geht dann nicht mehr. Ich denke mir oft ein Bild aus, wie zwei Männer versuchen, nur das zu tun, was ihnen passt, ohne Rücksicht auf andere. Sie begegnen einander auf einem schmalen Steg und indem sie einander so begegnen, muss etwas passieren, denn beide können nicht tun, was sie wollen. Man kann keine Gesellschaft auf Hedonismus aufbauen, also darauf, dass jeder tut, was er will. Das ist so. Hedonismus ist eine nur theoretische Basis für eine Gesellschaft ohne christliche Übereinkunft. Aber wenn er nicht praktizierbar ist, was für Möglichkeiten gibt es dann? Natürlich, da ist die Möglichkeit der totalen Machtausübung durch die 51% Mehrheit. Erinnern wir uns, es war das Christentum, das Reformationschristentum im Norden Europas, das der Urheber all jener Freiheiten war, über die wir heute verfügen, auch der 51% Mehrheit. Aber das eine darf dabei doch wirklich nicht vergessen werden. Es gibt schon längst keine absoluten Maßstäbe mehr, nach denen die 51% Mehrheit beurteilt werden kann. Es gab einmal eine Zeit, als die christliche Kultur noch bestimmend war, wo sich ein Einzelner mit der Bibel in der Hand hinstellen und sagen konnte, das ist falsch, sogar wenn die Mehrheit anders gestimmt hatte. Aber wenn die christliche Übereinkunft verschwunden ist, dann verfügt man über keine Absoluta, nach denen man urteilen kann über die 51%. Dann entsteht eine sehr, sehr schwierige Situation. Hier habe ich eine Aussage, die man sich vielleicht merken sollte. Wenn es keine Absoluta gibt, nach denen man die Gesellschaft beurteilen kann, dann ist die Gesellschaft absolut. Der Kern humanistischen Denkens ist die Überhöhung des einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit zum Zentrum aller Dinge. Er hat seinen Maßstab, den der Selbstherrlichkeit. Wollen wir jedoch leben und dem Tod entgehen, nicht nur dem Tod des Einzelnen im Sinne des göttlichen Gerichts, sondern dem Tod unserer Kultur, in unserer Gegenwart, in unserem politischen Leben, dann müssen wir uns abwenden von diesem humanistischen Weg, der den Menschen selbstherrlich macht, und müssen dafür unseren Schöpfer in das Zentrum des Alls stellen. Es ist der größte von allen Freveln, das Geschöpf an die Stelle zu setzen, an die nur der Schöpfer gehört. Und wenn wir uns davon abwenden, dann wenden sich unsere Füße vom Pfad des Todes zum Pfad des Lebens.